Hallo, da sind wir wieder mit Need for Speed Legends. Polizei. Jo, wir müssen in dieser Folge ein bisschen Kopfgeld machen, sonst kommen wir hier nicht weiter. Ja, boah, meine Güte, ist eine Weile her, dass ich gespielt habe. Ihr merkt das ja wahrscheinlich nie so richtig, weil ja die Folgen relativ zeitnah immer erscheinen. Aber ich glaube, zwischen der letzten, die ich aufgenommen habe, und der hier liegen so 2-3 Wochen. Ich bin auch schon seit einer geraumen Zeit nicht mehr bei Xbox One online gewesen, also ich spiele hier auf der 360, ne? Da bin ich natürlich nicht online, habe ich das Kabel nicht reingesteckt. Ja, momentan laufen ja auch keine Streams mehr, aber ich habe dazu ein Video gemacht, hochgeladen habe ich noch nicht. Mal schauen, wann ich das hochlade. Ich hatte ja schon mal angesprochen in irgendeiner Folge hier. Ich meine, Need for Speed ist ja momentan so das beste Projekt, wo man sich Infos zum Kanal holen kann. Wie das hier überhaupt weitergeht. Ich hatte ja mal erwähnt, dass ich Carbon noch spiele. Werden wir auf jeden Fall auch noch machen. Carbon wird auch noch gemacht. Aber wie danach weitergeht, weiß ich nicht. Ich denke mal, ich werde dann Need for Speed nach Carbon erstmal pausieren. Weil das ist ja auch so erstmal die Storyline. Underground 1, 2, Most Wanted und Carbon. Eigentlich wollte ich Hot Pursuit und Pro Street noch mit dazu packen, aber ich glaube, nein. Nicht in geraumer Zeit, je nachdem, mal gucken. Weil ich nämlich auch mir schon einen Plan gemacht habe, wie ich denn den Kanal, wenn es denn soweit kommt, wie ich ihn halt stilllege, sage ich jetzt mal. Also wie ich halt aufhöre, wisst ihr, was ich meine? Aufhören und halt so keine Videos mehr, blablabla, wisst ihr, ne? Habe ich mir schon mal dazu ausgedacht. Aber erstmal gucken. Wir müssen jetzt erstmal ein bisschen Fahndungsstufe hier bekommen. Wir brauchen eigentlich nur 40.000 Kopfgeld, um den nächsten Gegner zu machen. Aber ich würde schon gerne ein bisschen... Oder wir warten lieber, um die Kopfgeld zu sammeln. Müsste man eigentlich auch warten, eigentlich. Eigentlich. Am besten. Wenn man auf Stufe 5 kommt, dann kriegt man wenigstens ordentlich Kopfgeld. Mann, ey, vor allem, ich fange gerade erst wieder an, ey, und direkt eine Verfolgungsjagd. Das kann ja nur nach hinten losgehen. Genau das meine ich, ey. Das Problem bei dem Clio ist, dass er sich so leicht dreht und alles. Und wenn er ausbricht, dann liegt er da irgendwo in der Ecke. Könnte also ganz schnell passieren, dass ich gefangen werde. Was ja nicht so geil wäre. Wie sieht es denn sonst aus? Far Cry muss ich noch irgendwie beenden. Ich weiß nicht. Kann sein, dass Far Cry ein paar Tage ausfällt, weil ich eigentlich mit Satoko zusammenspiele. Aber wenn halt nichts wird, dann mache ich halt alleine den Rest. Aber müssen wir mal schauen. Also Far Cry 5 ist am Ende dann... Ja, sobald du durch ist, ist auch Feierabend, dann lässt sich das Projekt aufliegen. Ja, was ich mir überlegt hatte, also spätestens mit Folge 1000 von GTA würde ich den Kanal hier stilllegen, aber erstmal abwarten. Erstmal muss ich GTA wieder aufnehmen. Ja! Ist doch gut. Wir haben erst 7000 Kopfgeld, er zieht sich so in die Länge, weil wir hier keinen Fahndungslevel haben ordentlich. Erst habe ich überlegt, ob ich nicht vielleicht den Mustang nehme hier, weil der Clio echt... Für Verfolgungsjagd ist das schon eine gefährliche Nummer. Komm, ein paar Sekunden musst du noch überleben, jetzt geh nicht kaputt. Wir wollen deinen Kollegen ja auch Hallo sagen, ne? So, Verstärkung kommt. Jetzt können wir den hier eigentlich in Rente schicken, ne? Okay, Bravo 3-1. Ich habe Bodeneinheiten für euch frei. Sind unterwegs zu euch. Nee, ein ausgefallener Einsatzwagen. 12.000 Kopfgeld. Gut, für Meilensteine kommt ja auch noch was dazu. Brauchen auf jeden Fall den Galado später von diesem Typen. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Ming oder so. Ich
weiß ich nicht. Wir gehen rauf auf Alarmstufe 3. Oder eine zieht sich schon zurück. Werde jetzt 10:45 starten. Hör auf. Ja, mein Plan ist einfach mehrere zu sammeln und dann durch so einen Verfolgungsstopper zu fahren. Ich halte mich gerade auf der Autobahn mehr auf, weil ja, genau deswegen, ey. Das ist schon wieder so ein Arschloch-Move von dem jetzt hier. Verpiss dich! Scheiß habt ihr, kommt, macht! Hat immer so lange gedauert, bis zur Sperrung kommt, ne? Ja, die Straßensperre da hinten war sehr logisch. Muss ich euch ja jetzt ein Kompliment aussprechen, ihr Idioten. Ich bewege mich parallel zu euch und versuche mich nach vorne abzusetzen. Schließe mich den Unterstützungseinheiten an. Sirene funktioniert schon gar nicht mehr. Versuche mich vor diesen Typen zu retten und ihn auszubremsen. Ich gebe ja noch nicht mehr voll. Oh, das hätte ich vielleicht machen sollen. Ich muss jetzt mit dem. Ah, mit dem Truck hätte das jetzt in die Hose gehen können. Und der da gefällt mir besser, der hat wenig. Der hat keine Sirenen mehr. Jetzt mit euch. Wir sind direkt neben dem Verdächtigen. Wir müssen noch. 5 Sperren müssten wir noch umfahren. Das gibt auch nochmal Kopfgeld. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Ja, gibt ja schon mal 2,5. Auf eurem Bildschirm seht ihr, wo wir mit unserer Straßensperre warten. Versucht ihn uns in die Arme zu treiben. Ja, ich stehe auf Umarmung. Kann man gerne machen. Der Verkehr wird ganz schön dicht hier, oder? Na gut, dichten Verkehr gibt's in dem Spiel ja nicht. Wäre lustig, wenn ihr richtig Stau geben würde und so weiter. 21, bitte meldet eure aktuelle Lage. So, jetzt kommt Verstärkung wieder. Ist ja auch noch hier. Melde Unfall, massiver 1036. Verdächtiger weiter flüchtig. Boah, ihr schon wieder, Alter. Die sind ja am schlimmsten, wenn die einen kalt erwischen. Kann das schon mal in die Buchse gehen. Zentrale 1033. 1033, schickt mir alles, was ihr habt. Ja, kommt. Wir spielen ein Spiel! Befindet sich in der Station. Tatü, tata. Bleibt mal ruhig, Leute. Ja, ich habe mich hier ein bisschen orientierungslos gerade wiedergefunden. Er ist durch die Straßensperre gerast. Das nicht zählt, ne? Das wäre geil, ey. Das wird auch immer ordentlich Punkte geben. Wenn die sich da gegenseitig kaputt fahren. Oh, 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 oh. Oh, genau solche Situationen sind gefährlich, wenn du so ein Stück Scheiß von Telefonzelle dann auf einmal auch nicht mehr wegcrashen kannst. Na guck mal, die Sperre da hinten verschwunden und dann auf der anderen Seite ist einer aufgeploppt. Oh, schade, ich dachte, ich kann dich schön wegklatschen. Ist das überhaupt. Doch, ist das richtig? Naja. Ja, die machen immer diese Kackmanöver und versuchen einen so festzusetzen. Kackmanöver. Aha. So, jetzt haben wir hier so ein paar Experten. Wir müssen noch 3 Straßen spielen. Euch läuft. Hört doch auf. Schon wieder einen Meilenstein erreicht.
10. Wir haben die Strecke vor dem Verdächtigen abgesperrt. Wir müssen den Kerl beruhigen. Gib mir Beruhigungspillen. Wenn wir ihn unter Druck setzen, richtet er zu viel Schaden an. Nicht nachlassen, wiederhole. Nicht nachlassen. Setz ihn weiter unter Druck. Ein Hubsrebär. Alle Einheiten. Zwei Minuten schon wieder ausharren hier. Verfolgung auf Alarmstufe 4 fortsetzen. Weiter als 4 geht das, glaube ich, noch nicht, weil wir in der Story noch nicht weit genug sind. Ich will auf jeden Fall, ich meine, das ist, wenn ich mich nicht täusche, Platz 5 mit dem der Galado oder 7? Ich weiß das gar nicht. Das ist ruhig in unsere Richtung. Wir haben die Straße gesperrt. Die ganzen Grünen waren in der Nähe. So, bei 150.000 war eine Straßensperre noch umfahren und ich sagen, wenn die Verstärkung da ist, rotten wir die einmal aus und dann haben wir. Ja, jetzt schon 10 Minuten, reicht doch. Muss jetzt nur aufpassen, weil hier auch Nagelbinder jetzt dabei sind. Ich glaube, für die Corvettes gibt es dann hinterher 25.000 Cash oder so oder 20.000. Und der Meilenstein ist auch abgeschlossen. Nagelband-Meilenstein aber auch irgendwas bereit. So, dann warten wir auf jede Sekunde, ne, auf eure Kollegas. Oh, wir müssen aufpassen. Da jagt mich wieder einer ohne Sirene, so ein ganz schlauer Fuchs. Straßensperren kommen gerade ziemlich viele. Verdächtiger ist den Nagelbändern ausgewichen. Hier ist Charlie 15. Wir haben vorsichtshalber auf dem wahrscheinlichen Fluchtweg eine Sperre errichtet. Ey. Ey. Nee, der kriegt mich nicht hier ranfahren. Verdächtiger ist auf den Golfplatz abgebogen. So, jetzt spielen wir mal richtig bekloppt hier mit euch. Ich glaube, je mehr Autos wir crashen, dafür gibt es auch nochmal extra Kampfgeld. Ey Leute, noch mehr davon geht nicht, ne? Wir setzen auch gerade alles daran, mich aufzuhalten. Wie es aussieht, will der Verdächtige nicht anhalten. Er hat gerade meinen Wagen gerammt. Ach, okay. An alle Verfolger auf der Mittelspur sind Nadelbänder. Komm, wir wollen ja auch einen mitnehmen hier, ne? Fahrzeug fährt durch die Straßensperre! Hier 3-Delta 10, wir haben die Strecke vor dem Verdächtigen abgesperrt. Schon wieder ein paar aus Versehen abgehängt, ey, Mann. Oh, cool. Ich brauche immer Blut. 15.000. Er ist ohne Probleme so schön durchgekommen. Er ist durch, ja, er ist durch! Echt durch, ey. Hör mal zu. Wir bilden eine 10-65. Lasst ihn nicht entwischen. So, meine Lieben. Kann jemand diesen Kerl aus dem Weg rammen? Bösen. Er verwüstet das Einkaufszentrum. Verdächtiges Fahrzeug gesichtet. Mein Fahrzeug ist hinüber. Ich gebe auf. Hä? Jo. So, jetzt muss ich erstmal Dings wieder aufladen. Oh, 5 Feet Stone. Ja, ich muss meinen Speedbreaker aufbauen, ey. Das ist gefährlich ohne. Wenn ich dann mal vom Nagelband knall. Mehr ausweichen kann, aber Pech gehabt. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass hier ein Hubschrauber sein Unwesen treibt. Ich drehe das Fahrzeug herum, halte dein 1037 bereit.
Trollololololol. Er ist in die Bushaltestelle gecrashed. Wir drehen und versuchen, das mal anzusehen. An alle Einheiten, der Verdächtige wurde zuletzt gesehen in Fahrtrichtung Norden, auf dem Kreuz Camden. Ihr habt grünes Licht. Absperrung des Sektors ist genehmigt. Verstanden, Zentrale. 3 Delta 10 ist unterwegs. Gehen auf Kurve 3. Ich weiß nicht, was die da vorne machen, aber Beschreibung fest. Ich melde mich gleich, wenn wir ihn überprüft haben. Zentrale? Verdächtiger ist zwar ein 1032, aber nicht unser Code 6. Wir überprüfen ihn. Hier bin ich. Ja, Polizei, ne? Sehr intelligent auf jeden Fall. Dauert jetzt nur ein bisschen. Ich will jetzt aber nicht hier rausfahren. Ich hatte mich doch wieder sehen. Solange die da vorne aus dem Spawn auch hier keine drumherum, die mich suchen, das ist ganz praktisch gerade. Eieiei. Ja, das würde ich sagen, haben wir hingekriegt. 14 Minuten. Ich wollte ja eigentlich länger machen, aber. So, 174.000 Verfolgungsdauer. Für zwei Polizeiwagen zerstört. Oh, das gibt ja nochmal extra, ne? Alter. Boah, fast 1 Million Kopfgeld, ey. Obwohl das gar nicht geplant war. Okay. Das ist nice. Dann werden wir die Alte da herausfordern können, ne? Habe gehört, dass Casey ein Rennen gegen dich will. Das Mädel hat sie nicht alle. Nimm sie dir vor und mach sie fertig. Ja. Machen wir. Soll die noch mit dem Clio oder mit dem Mustang platt machen? Vielleicht mal gucken, was hier, ob hier in dem Clio irgendwas fehlt. Aber ich würde sagen, wir rasieren die einfach noch mit dem Clio. Und dann die nächsten Rennen mit dem Mustang machen. Aber erstmal looky, ob hier nicht noch irgendwelche Tuning-Teile fehlen. Ich habe keine Ahnung mehr, ich habe das, wie gesagt, ein paar Tage nie gespielt. Nö. Ach, das ist jetzt die 7, die jetzt kommt. Aha. Da kriegen wir danach den Supermotor. Aha. Mir fehlt das Getriebe, das Stärke. Ming ist, glaube ich, der mit dem Galado. Da kommt der Galado als nächstes. Reifen fehlen auch, Ultimate. Hier fehlt eine ganze Menge, wa? Bremsen auch, dann wird der Turbo auch fehlen. Ne, der Turbo nicht. Naja. Ich werde mal schauen, was in dem Mustang so drin ist. Da müssen wir uns entscheiden, im Mustang oder, aber ich wollte den Mustang ja auch mal fahren, ne? Unbedingt. Und viel langsamer, ja, viel langsamer ist er auch nicht. Mal gucken. Boah, auf jeden Fall schwierig aus dem Arsch, aber. Fällt sich auf jeden Fall komplett anders. Eieiei, Alter.
im Fahrverhalten. Und aber ist schon lustig, wenn der alle Teile hier drin hat, aber der Clio nicht, ist der Clio ja eigentlich viel schneller, wenn ich den tune, ne? Aber man kann es ja versuchen. Wenn das nicht reicht, mit dem Clio, mit dem hier, können wir ja den Clio nehmen. Na, der ist komplett getuned. Na gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge, mal schauen, ob er es hinhaut und, ja, wünsche mir Glück. Ja.